Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit unserer Faith, die hier gerade an unserem Antiquitäten-Shop steht, den wir beim letzten Mal eröffnet haben. Ich dachte mir, wir starten in die Folge rein und können das Ganze ja mal hier eröffnen. Wir hätten theoretisch noch ein bisschen Geld für einen Kühlschrank, weil ich würde gerne ein bisschen was essen können nebenbei. Ich weiß zwar nicht, was sie mit Foxberry zu tun hat, aber ist schon okay. Ja, dann chillen wir doch heute mal hier. Wir brauchen eh Geld. Und nebenbei nimmt sie sich einfach eine Acai-Bowl. Mal gucken, ob jemand Lust hat, heute hier irgendwie eine Antiquität zu shoppen. Hallo? Ah, guck mal, wir können sogar hier hinten pinkeln. Perfekt. Dann ist das gar nicht so schlimm, dass wir kein Klo haben. Ne, guck mal, wir sind richtig beliebt, Alter. Huh. Haben wir hier auch einen Mülleimer zufällig? Oh, tatsächlich. Top. Hallo, bist du mein Kunde? Idris Vator. Okay, also es gibt doch ein paar Leute, die Interesse zeigen. Juhu. Guck mal, es ist schon die dritte Person, die jetzt hier kommt. Ist ja gar nicht mal so schlecht. Dann stellen wir uns doch mal direkt vor. 4. Wow. Warum können wir jetzt schon Geschäft abschließen? Ich glaube nicht. Das ist ein bisschen schnell. Das Gute ist, wir können die jetzt ja einfach wegklicken und so, weil wir haben halt literally nichts mit denen sonst zu tun, ne? Weil das habe ich immer gehasst, dass wenn man halt das hier gemacht hat mit diesen Läden, dass man dann immer instant stricken. Nee. Dass man immer instant 5 Millionen Leute in seinem Panel hat, mit dem man befreundet ist. Habe ich die Gewinnspanne gar nicht erhöht, aber ich glaube 25% ist schon okay. Die Sachen sind ja so schon teilweise ganz gut was wert. Und dann noch 25% drauf. Kann man machen, ne? Okay, jetzt könnte man vielleicht mal das mit dem selbstsicher Geschäft abschließen versuchen. Vielleicht? Oder ist sie noch nicht ready? Keine Fliegen, Leute. Also sie hat auf jeden Fall einen krassen Boost bekommen. Ich will doch nur Money, Money, Money. Guck mal, sie hat's fast. Yay! Sie möchte was kaufen. Ja, let's go. 457. Mega gut. Dann entfernen wir das Schild. So, dann können wir das jetzt wieder hier schön aufstellen. Geil! Wie viel kostet der Tisch? 390 nur? Weil dann kann sie eigentlich auch nebenbei hier an Sachen arbeiten. Weil ich glaube, die kaufen ja dann trotzdem Sachen, oder? Das macht ihr leider keinen Spaß. Guck, da möchte nämlich jemand was kaufen. Let's go. Ja, du musst das gleich zu Ende authentifizieren, Girl. Erst muss verkauft werden. Destiny möchte telefonieren. Na gut. Ausnahmsweise nehme ich mal an. Okay, diese Dinger scheinen sehr interessant zu sein, sag ich mal. Weil bisher wurden nur diese beiden Amazonit-Erntemesser verkauft. Der Geburtstag von Faith naht. Entschuldigung. Ist nicht in Ordnung jetzt. Oh oh. Das ist unser Abschlussball, oder? Aber eigentlich habe ich keine Lust, wenn ich ehrlich bin. Sorry. So, nimm das Schild weg. Dann können wir das dann neu hinstellen. Hallo. Ich weiß nicht, ob du so viel Geld hast, aber klar. Sie hat die Musik dann nebenbei mal angemacht. Ergibt Sinn. Ich würde gerne noch wenigstens eine Sache verkaufen. Ist das eine Idee? Na komm. Wir können ja hier so lange bleiben, wie wir wollen, wenn wir keine Angestellten haben. Was ist ja unsere Sache, wenn wir hier selbstständig sind. Aha. Und, welches nimmt sie? Ach, das günstigere natürlich. Sind aber trotzdem 607. Haben oder nicht haben, ne? Dann schließen wir den Laden und wir haben 1521 eingenommen. Also ist auf jeden Fall ganz nett. Ab und zu werden wir bestimmt mal wieder hier hinkommen. Es wäre tatsächlich der Abschlussball gewesen. Für beide sogar. Naja. Dinge passieren, Leute. Wir haben immer noch keinen Mitbewohner, ne? Dinge passieren. Ich schicke euch mal alle schlafen. Du bist noch nicht so wirklich müde, dann kannst du noch daran weiterarbeiten, bevor du dann schlafen gehst. Nicht schon wieder. Keine mehr. Wir verlieren alle unsere Tiere. Tinkerbell wird dann auch nicht mehr lange machen, ne? Ich meine, wir können eh jetzt nicht so viel dagegen tun. Wir haben Bubba ja auch noch nicht weggebracht auf dem Friedhof. Wird dann die Tiere noch abwarten, I guess? Also, bis Tinkerbell dann auch, ne? Oh mein Gott, no. Aber es bleibt halt nicht aus, ne? Aber ist auch traurig, mitten in so einem Gang. Krisenbewältigung. Ja, moin, ey. Wenn das dein einziges Problem gerade ist. Ach, Manu. Diese Frau macht mich fertig. Wieso ist sie immer alle 3 Sekunden wach? Pebbles so. Ich gehe jetzt erstmal. Guten Morgen, Raphael. Es ist mal wieder Zeit. Letzi Fetzi, 172. Geh auf den Nachtmarkt in Tomarang. Der ist jeden Tag, ne? Dann sollte das wohl kein Problem sein. Hast du vielleicht Lust, ein paar Eier mit Toast zu servieren? Good morning in the morning, Raya, die ganz dringend pinkeln muss. Dann möchte sie einen Solo-Auftritt geben, ey. Wild. Ich finde es schön, dass wir jetzt einen Raum für einen Mitbewohner eingerichtet haben und der einfach nicht existiert, weil irgendwie kein Mensch hier hinkommt. Warum? Nee. Stopp jetzt. Kannst du bitte... Ne, also es ist einfach schön hier. Vielleicht werden es dann doch lieber Reste. Guten Eis zum Morgen, vertreibt Kummer und Sorgen. Ich meine, ich wusste es, aber es ist einfach gemein. Warum heult ihr jetzt alle bei Tinkerbell und bei Cosmo nicht? Das ist echt fies. Oh mein Gott, selbst Aloysia, Mann. Und ein random Teenager. Na super. Immer wieder schön. Ja.
Angst vor dem Lebensende kann ich nachvollziehen, ne? Suddenly sind wir nur noch 4 Leute im Haushalt. Ja, Bro, ich weiß, dass du duschen musst. Das geht nämlich gar nicht. So, jetzt sind wieder alle die nächsten 20 Tage gefühlt traurig. Och, Mann. Das ist sehr nett von dir, dass es dir aufgefallen ist und dass du mir dein Beileid aussprichst. Das ist schon sehr nett. So, wenn Raya hier mit ihrem Projekt fertig ist, darf sie sehr gerne mal einen Solo-Auftritt geben. Du machst mal ein bisschen Yoga, Girl. Ich glaube, das tut dir ganz gut. Bro, kannst du jetzt endlich mal duschen gehen? Ich sag ihm so zum 20. Mal, dass er es machen soll. Und er so, nein, eigentlich nicht. Yo, Heidi hat anscheinend auch bald keinen Bock mehr. Ja, super. Warum sollte ich auch irgendwie alle meine Tiere behalten wollen? Okay, zeig mir deinen Auftritt, Girl. Let's go. Okay, das ist irgendwie die falsche Richtung. Naja, egal. Los, Raya. Juhu. Sie versucht ihr Bestes. Ich möchte jetzt nicht gemein sein, aber ihr Bestes ist nicht wirklich gut. Level 5 der Fitnessfähigkeit. Wellnessfähigkeit, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt aber erstmal dann alle gemeinsam zum Friedhof. Destiny kann auch gerne mitkommen. Sie ist Schauspielerin? Wussten wir das? Oh no. Der Grabstein wurde hier weggenommen, weil ich die Mod rausgenommen habe. Ja, ich habe es jetzt so ein bisschen umgebaut, ne? So, jetzt haben wir die Inschrift auch nicht mehr. Das ist ein bisschen doof. Dann nehmen wir die hier hinten mal weg. Und die machen wir mal hier so zusammen hin. Ursprünglich sollte doch Boba Tomate heißen, oder? Also, wir hatten doch ursprünglich einen Hund adoptiert, der Tomate hieß. Wenn ich mich recht entsinne. Deswegen würde ich jetzt einfach mal einen Tomatenbaum hier hinpflanzen. Ah, ich glaube, ohne Topf ist es ein bisschen schöner. Wir haben diesen pinken gehabt. Ich glaube, wir haben den hier auch gehabt. Können wir hier so reinsetzen. Ich glaube, das ist ganz gut. Das ist einfach Gewitter. So, dann können alle nochmal trauern. Osrow, aber du bist auch tot. Also, ich weiß jetzt nicht. Guck mal, Destiny ist sogar selber mit hier hingekommen. Das hätte sie nicht machen müssen. Danach müssen wir aber auch erstmal wieder gehen, weil A, habe ich Angst vor dem Sturm und B, naja, sich hier jetzt ewig aufhalten, ist, glaube ich, auch nicht unbedingt der Weg, oder? Ich finde Phil, dass hier einfach Sommersonne, Sonnenschein ist und in Forgotten Hollow ist einfach Weltuntergang. Meinetwegen magst du Fitness. Irgendwie mögen alle meine Sims Fitness. Vielleicht kannst du jetzt ja gleich nochmal was servieren. Vielleicht klappt das ja dieses Mal ein bisschen besser. Oh, sie serviert auch was. Ah, lecker. Dann furzen die uns alle voll. Oh, guck mal, die wir umgestylt haben, die möchte vorbeikommen. Klar. Sie mit ihren Würstchen und Bohnen kommt jetzt hier rausgeschossen, Alter. Sie ist ein Hitzkopf. Gut. Aber davon kennen wir ja ein paar. Irgendwie verstehen die sich gerade nicht so gut. Hey, er hat diesmal nicht das Haus abgefackelt. Let's go. Stimmt, wir hatten noch den Ring. Den wollten wir Riley schenken. Der kann gerne auch vorbeikommen. Hi, Boy. Okay. Und dann einfacher Ring. Let's go. Ich hoffe, es gefällt ihm. Oder hätte man das irgendwie anders machen müssen? Hätte ich das hier rüber? Machen die das dann hier rüber? Ich versuch's mal darüber lieber. Weil ich hoffe, dass er das dann direkt anzieht. Ich hoffe, es gefällt dir. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Oh, süß. Er scheint sich zu freuen. Wie lange isst sie denn? Die macht mich fertig. Oh, und Faith braucht erstmal eine Auszeit und macht ein Nickerchen. Potenzielle Mitbewohnerin. Hallo. Endlich mal jemand, der Lust hat, hier zu wohnen. Die sieht auf jeden Fall süß aus. Wir reden mal ein bisschen mit ihr. Können ja fragen nach Karriere und können sie ein bisschen kennenlernen. Die hat gar keinen Bock gerade. Palettenreinigerin bei Kunstgalerie. Schaut ja ganz gut aus, ne? Ja, eigentlich können wir die doch dann direkt nehmen. Also ich finde die süß. Dann hat es sich auf jeden Fall auch noch gelohnt, dass wir das jetzt gebaut haben. Weil wenn da jetzt keiner eingezogen wäre, wäre das ein bisschen unnötig gewesen. Dann haben wir noch jemanden, der sich hier so ein bisschen um alles kümmert. Das wäre doch schön. Vadim ist jetzt Teenager. Oh mein Gott. Das heißt, wir müssen ihn dann auch noch umstylen. Alle Mitbewohnerplätze in deinem Haushalt sind belegt. Okay, dann klären wir mal kurz, dass das hier Rockys Bett ist. Jeden außer Mitbewohner. So, das ist jetzt ihr Zimmer. Ich hoffe, es gefällt ihr. Aber sie sieht wirklich süß aus. Und sie wirkt sehr zufrieden. Also es ist jetzt nicht das Beste der Welt, aber ich glaube, damit kann man arbeiten. Obwohl, sie hat sogar so ein Tablet. Marley und Raya, natürlich seid ihr Spaßvögel, ist doch alles gut. Es ist jetzt 19 Uhr. Vielleicht geht Raphael jetzt mal mit Riley nach Tomarang. Slay. So, und dann quatscht doch mal kurz miteinander. Traditionelle Kleidung kaufen? Hä, voll cool. Gibt's hier auch irgendwo Getränke und nicht nur Essen? Naja, dann nehmen wir halt einfach nur so ein bisschen gedämpften Reis. Weil so viel Hunger haben wir ja nicht, aber es wäre irgendwie ein bisschen traurig, wenn wir uns hier nicht irgendwie ein bisschen austoben würden, sag ich mal. Ja, Raya und ich sind Freunde, weil wir Geschwister sind. Riley ist einfach gegangen. Das ist jetzt ein bisschen fies. Ja, ich glaube, das war dann auch schon der Ausflug auf den Nachtmarkt. Riley ist einfach direkt zu unserem Haus gegangen. Ich sehe schon. Die ärgern sich gerade. Das ist irgendwie auch ein bisschen
Ich weiß nicht, aber die beiden könnten auch so ein Paar sein, ne? Also die sind auch süß zusammen. Ich sag, wie es ist. Ich weiß nicht, aber mich überkommt es gerade ein bisschen. Sagen einfach mal, dass er ein sehr toller Mensch ist. Das muss ja, also es ist zwar hier eine Romantikoption, aber das hat ja nicht unbedingt was zu heißen, ne? Süß! Ich will es einfach nur mal ausprobieren. So eine spontane Eingebung, ich weiß nicht. Aber er ist irgendwie jeden Tag hier und also er findet uns ja auf jeden Fall auch toll. Und ja, vielleicht sind die nur Besties, aber er geht ja auch so ein bisschen drauf ein hier gerade, ne? Also vielleicht umarmt ihr euch dann auch einfach mal. Oh, guck mal, also süß. Aber die kommt jetzt auch hier. Ich weiß, ich würde da jetzt nicht unbedingt mehr dann dazu sagen. Ich würde dann einfach sagen, okay, danke für den schönen Abend. Ne? Also, wir können das ja sehr langsam angehen. Also jetzt auch nicht zu langsam, weil kurze Lebensdauer und so. Aber vielleicht könnte sich da ja was entwickeln. Also ich fände das irgendwie schön. Warum ist Vlad hier? Keine mehr. Wir hatten halt auch noch nie ein schwules Couple in einem Let's Play, soweit ich weiß. Weil wir ja meistens auch gar nicht mit Männern weiterspielen. Deswegen fände ich das irgendwie auch mal total schön. Good morning in the morning, Raya. Und heute machen wir den 99 Sims. Hahaha. Lustig. So, stelle eine Haushaltshilfe ein. Ist jetzt vielleicht nicht unbedingt nötig bei uns, aber wir haben schon eine Haushaltshilfe. Kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. Gut, dann ist das unsere Aufgabe für heute halt, ne? Also wir haben schon eine Haushaltshilfe. Hätte sich das auch erledigt. Vielleicht könnt ihr euch mal kurz wieder ein bisschen lieb haben. Weiß ich nicht. Faith hat Geburtstag. Ja, vielleicht machen wir eine Geburtstagsparty. Wir kennen Vadim einfach nicht. Das ist doch so traurig. Können einen Mixer engagieren. Weil ich mache das sonst nie irgendwie. Wir bleiben zu Hause, aber ihr habt euch so lange nicht lieb gehabt. Deswegen, ja, keine Ahnung. Habt euch einfach mal lieb. Hör doch auf! Ja! Ja, wir gehen heute mal wieder mit zur Schule. Sie hat gar keinen Spaß, ne? Vielleicht kann sie mal kurz einen Solo-Auftritt geben. Er hat auch keinen Spaß. Let's go! Ja, dann geh vielleicht mal in den Unterricht. Sie ist schon auf dem Weg. Matheunterricht, jawohl. Ich glaube, du kommst zu spät in den Unterricht. Kann das sein? Aber ich hoffe, dich sieht jetzt keiner. Weil den Ärger kann man sich jetzt sparen. Der Lehrer sieht aber auch gut aus, ne? Also, ne? Also. Also wir können es nicht an den Lehrer dran machen, aber der sieht sehr nett aus. Können wir ihm ja auch vielleicht einfach mal sagen. Da ist ein Alien auf seinem Po. Das ist mir, glaube ich, noch gar nicht aufgefallen, oder? Och, Maus, ey. Geh vielleicht mal pullern. Ist hier eventuell mal ein Blitz eingeschlagen? Ich finde, Raylan Frohmann ist einfach ein cooler. Deswegen würde ich mich gerne mal mit dem unterhalten. Der ist auch traurig, so wie wir. Also, wir haben so viel gemeinsam. Es scheint ihm finanziell gut zu gehen. Raya steht auf Raylan. Das passt ja namentlich sogar richtig gut. I love it. Also Carla ist, glaube ich, richtig warm, Alter. Das Outfit? Huh. In der Schule auch noch. Aber die beiden verstehen sich richtig gut. Freut mich sehr. Ich war noch nicht mal auf der Suche, jemanden irgendwie zu finden, mit dem wir hier mal was machen können. Aber scheinbar hat Raya anders gedacht. Was ist denn mit dir? Warum spielst du jetzt hier oben Geige? Also freut mich. Aber vielleicht solltest du lieber nochmal duschen gehen vor dem nächsten Unterricht. Hä, hier sind doch Duschen, oder nicht? Hier ist doch eine Dusche. Dann nicht. Unten ist nämlich keine, oder? Dinge passieren. Gut, dann stinkt der halt in der Klasse, ne? Passiert. Wieso ist bei ihr jetzt schon wieder dieses Pop-up weg, dass sie in der Schule ist? Es ist einfach gemein. Die Schülerschaft versucht, einen Talentwettbewerb auf die Beine zu stellen. Raya findet, dass das eine gute Möglichkeit wäre, ihre Comedy-Fähigkeiten unter Beweis zu stellen. Ihre Freunde sagen ihr ständig, dass sie lustig ist. Warum sollte sie nicht ihr Publikum vergrößern? Soll sich Raya anmelden? Ja doch, ich kann mir gut vorstellen, dass Raya so eine ist. Sie ist zumindest mal versuchen würde. Comedy vom Feinsten. Raya bei Okomuschen wurde mit stehenden Ovationen belohnt. Ah, yes. Die Schüler werden noch wochenlang über den Lama-Witz reden. So, ihr habt beide heute Team-Meeting in der, also nach der Schule. Okay. Eine 2 ist eine gute Note. Ja. Und sie hat schon wieder nichts irgendwie dazu bekommen oder so. Es ist irgendwie total blöd. Naja, ab nach Haus. Rechnung. 3000! Das können wir doch nicht mehr bezahlen. Oh doch. Wir haben noch ein bisschen was. Wir könnten das sonst nicht bezahlen einfach, wenn wir diesen Top nicht hätten. Wir müssen wohl öfter da verkaufen, weil sonst sieht das finanziell sehr schlecht aus. So, viel Spaß, ihr Lieben. Ich werde jetzt hier mit dieser Faith den Part beenden. Denn ich bin noch nicht bereit, dass sie zur Omi wird. Generell stehen jetzt sehr viele Geburtstage hintereinander an. Das heißt, sie bekommt nächstes Mal dann auf jeden Fall auch ihr Umstyling. Marley, glaube ich, auch. I'm not ready. At all.
bin so aufgeregt, Leute. Dieser Part war schon wieder sehr wild. Warum müssen immer alle auf einmal sterben? Finde ich nicht in Ordnung. Aber es entscheidet sich tatsächlich schon sehr bald, mit wem wir dann weiterspielen. Und dann geht es in die nächste Generation. Ich bin sehr gespannt, wie das dann sein wird, ey. Ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!